Ja, einen wundervollen, wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen, Freunde, Feinde und die, die noch am Überlegen sind. Heute wollen wir mal uns über den geistlichen Eigentum unterhalten. Das Bild hier ist von einem Video, Merkel Hilfe heißt der Kanal. Das ist von 2017, glaube ich. Ja, 2000, ja, 2017. Ja. Und dann kann ich, empfehle ich euch auch gleich dieses Video mit, beziehungsweise ja, das hier, was ihr gerade seht, ist eigentlich das Maßgebende. Das hier ist das Wahlprogramm 2017 gewesen von den Linken. Keine, ja, also ein Teil davon. Das, im ganzen Video könnt ihr das sehen, was schon in 2017 die Linken gesagt haben. Keine Obergrenzen, keine Abschiebung, teilweise dauerhaftes Bleiberecht, Familiennachzug erlauben, kein Punktesystem, Bekämpfung von Fluchtursachen. Wenn man keine Obergrenzen hat, braucht man die Bekämpfung der Fluchtursachen nicht zu bekämpfen. Denn da, wenn du keine Obergrenze hast, da können die ja alle, können ja alle Menschen, die ja, ein Fluchtproblem haben, also ein Problem haben, deswegen flüchten, ja herkommen. Also brauchst du die, ja, die könnten also alle herkommen. Ja, und dann brauchst du die Flucht, dann nützt es gar nicht, die Ursachen zu bekämpfen, denn die Flüchtlinge kommen ja alle. Ja, du lädst sie alle ein. Dann können die Gauner und die Kriminellen und die Korrupte und die Mörder und was weiß ich was sich alle da schön kaputt schlachten und totschlachten. Die Flüchtlinge können alle kommen, aber du brauchst die Fluchtursache gar nicht zu bekämpfen, weil du die ja schon einlädst, die Flüchtlinge. Versteht ihr, was ich meine? Im Tiefsten liegen die reinste Dummheit auf Erden. Ja? So. Wir wollen heute, wie gesagt, über den geistigen Eigentum sprechen. Ja, die Heuchlerei von nicht nur Deutschland, von was in Europa jetzt hier gestartet werden will. Ja, das mit dem, der Zensur und hin und her. Ja, um das geistliche Eigentum zu schützen. Doch gut. Hier vielleicht noch mal ein bisschen zu den Linken. Die Linken, ja, warum wir die Linken auf keinen Fall wählen sollten. Und wer die wählt, ein bisschen schwachsinnig im Kopf ist. Ja, keine Obergrenze, das bedeutet ganz klar, ja, Vernichtung des eigenen Volkes. Das ist das ist keine Angstrede oder was die Leute sagen. Wir haben Angst, dass jetzt hier eine Masseneinwanderung das ist einfach logische Schlussfolgerung, ja. Das ist logische Schlussfolgerung. Wir kritisieren, warum die Mayas ausgerottet worden sind, warum die ausgerottet sind, das ausgerottet sind, ja, die Armenier fast ausgerottet worden sind. So viele Völker wurden, Kleinvölker, wo der Islam sich verbreitet hat zum Beispiel, ja, Kleinvölker ausgerottet worden sind. Ja, wir wissen, dass es damals Unmengen an kleinen, an Minivölkern gab, die es heute überhaupt nicht mehr gibt, wo sich der Islam ausgebreitet hat, so kleine Gruppierungen, kleine, ja, Stämme, sage ich mal, um das mal einfacher zu verstehen, wurden komplett ausgerottet, als der Islam sich verbreitet hat. Ja, nicht nur der Islam, ja, auch Europa, auch Spanien, ja, auch Spanien, auch Italien, auch, also beziehungsweise damals Rom, ja. Durch Masseneinwanderung, entweder durch ja, Masseneinwanderung oder halt eben durch Massen, ja, Angriff, sage ich jetzt mal. Ja. Die Spanier haben damals ja, Südamerika angegriffen. Man sagt den Spaniern heute noch, dass sie schuld wären, ja, dass die Mayas ausgerottet worden sind. Ja. Zum Beispiel. So. Und wir sehen jetzt durch das Verbreiten der Einwanderung. Ja, Darwin, ja, die Macht des Stärkeren, er sagt selber, dass die Macht des Stärkeren, auch der Mensch ist ja auch ein evolutioniertes Tier, somit zählt auch, dass er damit auch dem Menschen das Recht gibt mit dieser Theorie, dass die stärkere Gruppierung des Menschen, ja, dass es halt eben in Ordnung geht, dass der Stärkere den Schwächeren besiegt, selbst beim Menschen. Ja, das ist, schaut mal, wie gefährlich diese Darwin-Theorie ist eigentlich. Ja, man macht uns zum evolutionierten Tier und wenn die eine stärkere Gruppe die schwächere besiegt, dann ist das halt eben ja, eine Folge der Evolution. Ja, genau. So, ihr Lieben, keine Abschiebungen.
Keine Abschiebungen. Ja? Wir haben in Deutschland 200.000 200.000 Menschen, die kriminellen Clans angehörig sind. 200.000 Menschen. Keine Abschiebung. Ja? Der Kriminellste, der größte Clan-Kriminelle, ja, in Deutschland heißt irgendwie, wie heißt er jetzt, Mahmoud oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, ist auch jetzt egal. Allein den, seine Familie, das sind über 2000 Leute oder sowas, ja. Ich weiß es nicht genau. Das ist unfassbar. Und der hat schon seinen ersten Abschiebebescheid bekommen vor 30 Jahren, wurde immer noch nicht abgeschoben, ja. Das musst du dir schon mal vorstellen. Und die wollen ihre, die tun, ihre Strategie ist, ja, ihre Strategie ist es, mit Massen, oder halt eben durch den ganzen Clan, durch Massenkinder bekommen, also bis zu 15 Kinder pro Familie, ja, ihren Clan zu stärken, ja. Und dieser Mann hat der war jetzt 6 Jahre schon im Gefängnis, blablabla, und bla bla bla. Das seht ihr ja, wenn die AfD aufklärt, ja. Und dieser Mann wurde bis heute noch nicht abgeschoben. Das muss man sich mal vorstellen. Und da geht es hier nicht um Kaugummi klauen, es geht von räuberischer Erpressung, Prostitution bis Mord. Ja, was da alles passiert ist. Ja, es ist einfach nur unfassbar. Ja, teilweise dauerhaftes Bleiberecht. Teilweise dauerhaftes Bleiberecht. Bleiberecht hat nur der wirklich verfolgt wird, politisch, ja, politisch Asyl beantragt aus politischen Gründen und ja. Und nicht irgendjemanden teilweise dauert das Bleiberecht geben. Nach Kanada darfst du gar nicht gehen. Nach Kanada darfst du gar nicht gehen, wenn du nicht ein gewissen Einkommen, beziehungsweise eine gewisse Sicherung hast an Eigenkapital schon, dass du den System dort, den Staat nicht auf der Last fällst, ja, dass wenn du da hinkommst, du musst schon Arbeit haben, ja. Du musst, wenn du ankommst, Arbeit haben und ein gewisses Kapital haben. Überall darfst du nicht hingehen, ja? Darfst du nicht einfach so mal hingehen, weil du sagst, ich würde jetzt hier gerne mal in Australien leben, ja? So einfach ist das eben nicht. Aber bei uns muss man das einfach machen, weil wir so eine geisteskranke linke Ideologie haben, ja, Multikulti, ja? Die von Soros finanziert wird, unterstützt wird, eine halbe Milliarde, Entschuldigung, 500 Millionen, ja, eine halbe Milliarde, genau, 500 Millionen hat er dafür investiert. Ja. Und nicht nur er, ja, für die Zerstörung Europas, um die Menschen besser modern zu versklaven. Ja. Denn wenn ihr dumm bleibt, das ist doch so einfach zu verstehen, denn wenn ihr dumm bleibt, wenn ihr dumm seid, Entschuldigung, wenn wir dumm sind, dann ist es leichter. Che Guevara, ich will den Mann nicht verherrlichen, das war ein Gauner, ja. Das war ein Gauner, das war ein Mörder, ja. Aber Che Guevara hat gesagt, ja, el que no sabe escribir, el que no sabe ni leer ni escribir, es fácil de engañar. Das heißt, ja, derjenige, der nicht schreiben und lesen kann, ist einfach zu betrügen, ja. Und genauer sagt er das El Pueblo, ja, das Dorf, ja. El Pueblo que no sabe ni escribir ni leer, es fácil de engañar. Ja, das Dorf, das nicht lesen und schreiben kann, beziehungsweise gut, ja. Und das ist, was man mit euch vorhat. Euch dumm zu halten, Mischvolk, ja, euch ein Mischvolk zu machen, so wie in Amerika. In Amerika zahlen Menschen eine Steuer, die gar nicht im Gesetz verankert ist. Ja, und wer sie nicht zahlt, ja, ich glaube, ein Drittel nur zahlt diese Steuer nicht und weniger von denen hat eben nichts gemacht. Wir haben halt eben Glück. Aber wenn sie diese Steuer nicht zahlen, kommen sie sogar ins Gefängnis, obwohl sie gar nicht im Gesetz verankert ist, diese Steuer zu bezahlen. Ja, checkt selber nach, ja, und studiert das selber. Wie gesagt, bei mir meistens immer, ja, punktuelle Denkhilfe. Ja, so. Familiennachzug erlauben. Ja, ich gehe jetzt nach Amerika und sag, hey, alles klar, what's up, boy? Hey, Trump, what's up, man? Und sag, ey, wie sieht's aus? Ich will meine ganze Familie nachholen. Ja? Bei manchen geht es ja in Ordnung, die geistlich, die ja, wenn sie geistlich gesund im Kopf sind, ist ja alles in Ordnung. Hätte ich gar kein Problem damit. Ja, versteht mich nicht falsch.
Ja, aber es ist ja so, dass die meisten Menschen, denen es gut geht, die gesund im Kopf sind, in ihrem Land sind und arbeiten. Und die krank im Kopf sind, ja, kriminelle Machenschaften, faul sind oder sonst was, sich in den Ländern, wo soziale, eine höhere Sozialgerechtigkeit gibt, ja, Sozialsysteme, ja, sich dort breit machen wollen und davon leben wollen. Genau wie die ganzen Clans, die fahren mit einem Lamborghini, ja, teilweise fahren Leute davon mit einem Lamborghini oder mit einem Ferrari vom Arbeitsamt, ja, holen ihr Hartz IV ab oder was auch immer und parken in der zweiten Reihe. Ja, und solche Leute haben wir bei uns. Und die holen dann noch ihre Familie nach. Ja. Und da steht nicht teilweise Familien nachzugelauben, sondern Familien nachzugelauben, allgemein. Ja. Also da kommt da kommt Bin Ladens Bodyguard nach Deutschland und denen seine ganze Familie darf nachgeholt werden oder was. Kein Punktesystem. Ja. Bekämpfung der Fluchtursachen haben wir schon. Bekämpfung der Fluchtursachen haben wir schon durch. So. Leute, ich habe auch nichts gegen Multikulti, so wie es zum Beispiel in Amerika ist. Doch in Amerika das Multikulti-System, wir lassen uns davon täuschen, das Multikulti-System in Amerika hat funktioniert. Warum? Weil, was heißt funktioniert? Bis in die 80er hat es nicht fu wirklich funktioniert, ja? Und bis heute funktioniert es nicht, ja? Weil halt eben, ja, Engländer, Irländer, Spanier, Italiener und sowas, die alle dort reingewandert sind nach Amerika, wo es entdeckt worden ist, ja, entdeckt worden ist und dann sind alle da rein, haben sich, ja, und dann Stück für Stück, langsam für langsam, ja, und bis heute gibt es immer noch dort, ja, kulturelle, beziehungsweise, ja, kulturelle, sage ich jetzt mal, kulturelle Probleme, bis in die Mafia, ja. Italienische Mafia, irländische Mafia, afrikanische Mafia, dies, ja, und die ganzen Latino-Gangs, die es da gibt, und weißen Gangs und schwarzen Gangs und bla 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 bla. Ja? Multikulti funktioniert einfach nicht. Ja? Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert bei geistlich gesunden Wesen. Doch die Welt ist schlecht. Die Welt ist schlecht, ja. Die meisten Weißen, ja, wollen unter sich sein. Die meisten Schwarzen wollen unter sich sein. Die meisten Italiener wollen unter sich sein. Die meisten, das ist ja ist nicht mal böse gemeint. Das ist einfach so. Warum soll ich mich mit etwas, ja? Die Menschen denken halt so, ist halt so, ja. Und das Problem ist, das wird ja noch von den Eltern so weitergegeben, ja. Heirate eine von uns, bleib mit Leuten von uns, ja. Und Rassismus wird schon vorprogrammiert. Richtig, ja? Multikulti hat nicht funktioniert und wird nicht funktionieren. Es funktioniert in Ländern wie in Australien zum Beispiel, in Amerika teilweise, weil das damals bei ihrer Entdeckung kolonial Städte oder Staaten oder Länder waren, wo dann halt eben von vielen Ländern Leute reinkamen und dann eine gewisse Toleranz von geistlicher Evolution, wie ich das auch schon mal in einem Video erklärt habe. Wenn man sieht, wie die Eltern sich verhalten, adaptiert man sich diesem Verhalten. Man sieht, mein Vater geht bei einem Schwarzen einkaufen, ja, mein Vater geht dann bei einem Italiener eine Pizza essen, mein Vater geht auch gerne zu einem Iren sich die Haare schneiden oder ja, was weiß ich. Und dann tut man diese eine geistliche Evolution, sehen, mein Vater ist tolerant, ich bin tolerant. Versteht ihr? Das funktioniert dann, ja. Und auch nur schwer in den USA bis heute, meine lieben Freunde. In Kanada schon wiederum besser. Versteht ihr? Kommt drauf an, welche Geister gehen wohin. Ja? So. Und ja, ihr Lieben. Und wir können, um das jetzt mal besser, jetzt mal auf den Punkt zu kommen, wir können nicht auf Druck, ja? Nochmal, USA, Kanada, Australien, ja? Das waren Länder. Das ist über hunderte von Jahren geistliche Evolution, ja, es ist zu einem Punkt gekommen, wo es größtenteils funktioniert. Du kannst in Amerika hingehen, dir bei einem Schwarzen schwarze Frau die Rasta zu vermachen lassen, bei einem Italiener, die eine Pizza essen gehen, ja,
Und bei einem Iren, den einen Kaffee trinken oder bei einem Engländer oder was. Versteht ihr, was ich meine? Aber ihr könnt nicht auf Teufel komm raus, auf Druck, ja, auf einmal eine Multikulti-Gesellschaft, ja, aufbauen. Das funktioniert so nicht. Das hat noch nicht mal in den USA funktioniert, nach Hunderten von Jahren, seitdem es entdeckt ist. Versteht ihr? Ich sehe doch, was da los ist. Ja? Latino-Gangs, die Latinos greifen sich gegeneinander an. Latinos mit Latinos bekämpfen sich selber. Was glaubt ihr denn, was ihr für sie dann seid? Was glaubt ihr, was ihr, nicht für alle Latinos, aber was glaubt ihr, guck mal, wie ich zum Beispiel hier, ich lebe in Spanien, der Hass der Latinos ist einfach nur furchteinflößend. Furchteinflößend. Die wissen genau, ich bin halt Spanier und sagen, vor mir, vor mir. Und ein Freund von mir, der 80 Menschen getötet hat im Krieg, die FARC mit den gegen die anderen in Kolumbien, ja? Und der war für eine von den Gruppen und musste 80 Menschen töten, ja? So, ich meine, es war Krieg, ja? Und er hat halt, so, und mit dem, das ist ein Kumpel von mir, ja? Und der sagt manchmal, der geht auch seine Ausdicke und kritisiert die Kolumbien. Und dann habe ich ihm gesagt, hier eine Scheiße, die du frisst, ja? Zu einem, der 80 Menschen gibt. 80 Menschen, ihr denkt so, ich bin so ein Großmaul oder so, nein, glaubt mir, ist mir scheißegal. Ja, ich habe ihm ins Gesicht gesagt, wir saßen da, vier Kolumbianer, einer, der kam erst gerade von Kolumbien, so eine ganz, ganz böse Nummer, haben wir später festgestellt. Der kam so neu, ja, und ich habe ein, ich zeige euch mal ein Bild von denen, da wisst ihr Bescheid, wenn ihr das Bild seht. So, und der kam da und hat sich bei uns angefreundet und saß da mit uns. Und dann sagt er, ja, bla, 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 hier, guck mal in Spanien mit den Ausländern und das und das. Das ist hier eine Scheiße, die du frisst, Alter. Warum gehst du nicht in dein Land zurück, wenn es dir hier nicht gefällt? Ja, zu einem Mensch, der 80 Menschen getötet hat. Ja, der Hass von denen auf uns. Ja, noch heute, die sagen uns, ihr Spanier, dies und das, ihr habt damals unsere Leute getötet und blablabla. Die töten sich gegenseitig heute. Ja, Kolumbianer mit Kolumbianer, Mexikaner mit Mexikaner. Ich habe meine Freundin, mit meiner Freundin, ja, rede ich darüber sehr oft. Ja, und nicht, dass ihr denkt, ich hasse diese Menschen, mir tut das in der Seele weh. Ja, mir tut das in der Seele weh, wenn ich sehe, wie diese Menschen sich gegenseitig töten. Ja. Aber sagen dann, guck mal, die Spanier, ihr habt uns damals das und das angemacht. Die töten sich heute noch gegenseitig. Ja? Kolumbianer mit Kolumbianer. Ja? Mexikaner mit Mexikaner, Sinaloa und bla 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 und blablabla. Versteht ihr? Mara Salvatrucha, ja? Und sowas. Die gefährlichste Gang der Welt im Moment. Ja? Was sich da entwickelt von diesen Leuten. Ja? Bekriegen sich gegenseitig, töten sich gegenseitig, bekämpfen die schwarzen Gangs, die weißen Gangs, da, 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 da. Ja, okay, das sind ja auch Gangmangs. Ja, ganz genau, das sind Gangs, ganz genau. Und diese Leute, ja, haben sich verteilt, ja, und haben überall jetzt Gangs. Und jetzt stellt euch mal vor, wie das ist, was gerade hier passiert. Wir haben jetzt sogar nigerianische Mafia bei uns in Deutschland. Wir haben nigerianische Mafia in Deutschland, weil wir denen eine Willkommenskultur. Ja, eine aufgedrängte Multikulti hier haben wollen. Ja? Dann haben wir sogar Mafia, die sich hier noch niemals etabliert hätten. Niemals hätten die sich hier etabliert, wenn wir nicht so eine Willkommenskultur hätten. Ja? So, ihr Lieben. Gut, ich denke mal, ich mache mal hier dieses Video jetzt hier gezielt auf die Linke. Und dann mache ich das mit dem geistlichen Eigentum, mache ich jetzt gleich weiter. Dann lade ich das hier schon mal hoch. In zwei Teilen. Gut, dann bin ich jetzt hier doch ein bisschen abgewandert. Aber na gut, dann machen wir halt jetzt zwei Videos. So, ihr Lieben. Die Linken, ja, mit ihrer Religion Multikulti, ja. Und das Problem ist, warum, das habe ich schon mal im Video gesagt, das sagen auch viele andere, ich will ja nicht klauen oder sonst was. Das ist einfach die Linken, wenn die zugeben würden, weil ihr müsst mal euch vorstellen, die Linken, ihr Hauptwesen, ihr Hauptgeist ist es dieses Multikulti. Ja? Die Politik ist zweitrangig bei denen. Die haben so eine LSD-Menschenverliebtheit, haben die. Ja? Und erkennen den Feind gar nicht. Die denken, ach, das sind halt eben manche paar Kriminelle. Ja, sie erkennen das Böse überhaupt nicht. Das Böse existiert bei ihnen überhaupt nicht. Ja, sie unterscheiden nur zwischen kriminell und nicht kriminell. Und sie wissen, dass das Böse gibt.
Wenn du erkennst, dass es das Böse gibt, dann weißt du, dass du dich vor dem Bösen schützen brauchst, ja? Wenn nicht sogar musst. So, das wollen sie einfach nicht erkennen, ja? Und dabei sind sie selbst die größten Rebellen. Wenn ihr seht, dass die Linken, wie sie sich die Haare kämmen, wie sie sich die Haare, ja, Rasterzöpfe, dies und das, Rasterzöpfe, das kam damals ursprünglich aus Afrika, um den gegnerischen Feind zu imponieren. Und das ist, was sie kopieren, ja? Sie wollen damit imponieren, ja? Sie haben diesen rebellischen Geist. Sie sind die Rebellen. Sie sind die, ja, die sogar jetzt die terroristischen Anfangsmethoden kopieren und in Deutschland machen. Auto verbrennen, Sachbeschädigungen hin und her, ja, rumrennen, alles verbrennen und kaputt machen. Rummorden können sie ja nicht, weil dann wäre es ja ganz schnell vorbei mit diesen linken Zeugs, ja. Ihr wisst ja alle schon, dass dass die Antifa zum Beispiel schon als terroristische Gruppe ja schon in Amerika ja zählt. Und das muss hier in Deutschland langsam auch so sein, ja. Gut, ihr Lieben. Die Linken, wenn sie zugeben würden, dass das Multikulti nicht funktioniert, ja, dass es nicht funktioniert, würden sie sagen: Liebe Christen, ja, oder Muslime oder alle ihr Gläubige, das ist das Problem. Da müssten sie sagen, mein Glaube war falsch. Das würde heißen, wie jetzt ein Muslim müsste zugeben, mein Glaube ist falsch. Oder ein Christ, mein Glaube ist falsch, das Christentum. Sie müssten das dann zugeben, versteht ihr? Deswegen tun sie auf Teufel komm raus und Druck, es wird schon irgendwie gehen, ja. Es wird schon irgendwie gehen, mit aller Gewalt gegen das Grundrecht, gegen die Gesetze verstoßen, ja, gegen Genfer Konvention und was da alles gibt, Artikel 16, glaube ich, ist das, ja, alles dagegen, alles, ja, kriminell, das sind Kriminelle. Sie verstoßen gegen ihr eigenes Land, gegen das eigene Grundgesetz, ja, ihres Landes, um ihre Religion Multikulti aufrechtzuerhalten, ja. Wie heißt diese Frau, jetzt habe ich den Namen vergessen, die da selbst mit dem Schiff da einfach an Italien einfach andockt, so, hey, ich bin ein Prophet meines Glaubens. Was wollt ihr, Land Italien? Und dockt einfach an Land Italien an, tut noch dafür so fast einen Polizist verletzen. Ja, also, versteht ihr? Das sind, und dann behauptet man, wir Christen werden eine gefährliche Religion, ja. Also ich weiß nicht, ob dieser Prophet, Frau, wie heißt die? Ich habe leider den Namen vergessen, ja. Ob dieser Prophet der Religion Multikulti, ja, nicht viel gefährlicher ist, versteht ihr? Ja. Das ist einfach nur unfassbar. Einfach nur unfassbar. Wer will denn die Linken? Ja. Ich sag's euch. Ja. Selbsthass erfüllte Deutsche. Selbsthass erfüllte Deutsche. Woher kommt bloß dieser Selbsthass bei den Deutschen? Woher kommt bloß dieser Selbsthass bei den Deutschen? Weil die sind ja nicht dumm. Die wissen ganz genau, dass keine Obergrenze das deutsche Volk kurzfristig oder langfristig, ja, von der Erde vertilgt. Keine Abschiebung. Ja? Da braucht man ja kein geistliches oder ja, Genie zu sein, was keine Abschiebung bedeutet. Teilweise dauerhaftes Bleiberecht, Familien nachzuerlauben. Das ist doch gezielt, hey, wisst ihr, an wen diese Nachricht geht? Diese Nachricht geht genau an diese. Da oben steht, ja, stellt euch vor, über dieses Bild steht: Hallo, liebe, vom Selbsthass befleckten Missgeburten. Ja? Hallo liebe vom Selbsthass befleckten Missgeburten, hallo liebe Deutschlandhasser, hallo liebe, ja, nie wieder Deutschland, nie wieder Deutschland. Ja, an die geht diese Nachricht hier. Wählt uns und wir sorgen dafür, dass Deutschland verrecke. Habt ihr verstanden? Ja, an die geht diese Nachricht und die wählen dann das hier. Sowas muss verboten werden. Sowas, keine Obergrenze, muss verboten werden. Wisst ihr, was keine Obergrenze heißt? Ja? Es heißt, Deutschland verrecke. Keine Abschiebung heißt, Deutschland verrecke. Ja? Teilweise
teilweise dauerhaftes Bleiberecht, Familiennachzugehörigkeit, ja, bedeutet nie wieder Deutschland, nie wieder Deutschland, nie wieder Deutschland, kurzfristig oder langfristig. An diese geistliche Missgeburten geht diese Nachricht. Wählt uns und wir sorgen dafür, dass Deutschland verrecke. Ja? Und wir müssen das mal langsam ganz klar sagen und all diese geistlichen kranken Menschen, ja, Entschuldigung, aber Gefängnisse, ja, und Gummizellen anfangen zu bauen, aber richtig viele, ja, dass sie so viel Schatten werfen, ja, dass sie sogar helfen gegen die Klimaerwärmung, ja. So. Und wie ich gehört habe, sollte man ein Vieh schlachten, weil es zu viel CO2 oder zu viel Furzausstoß macht, ja, sollte man ein Vieh schlachten, ja, unfassbar, ja, sollte man vielleicht bei den Menschen auch mal einführen, ein Mensch, ja, weiß ich nicht, ja, sollte man vielleicht bei den Menschen auch mal einführen, ein Mensch, der geistlich sein eigenes Volk töten will, ist schlimmer als ein Rassist. Der Rassist, ja, wenn er sein Land verteidigt. Ich will einen Rassisten nicht gutheißen. Ich rede hier nicht von Nazi, Rassist, ich rede von einem Rassist. Ein Rassist ist jemand, der nicht unbedingt tötet. Dass ihr hier nicht denkt, ich will hier von einem Rassist gut sprechen. Ich rede hier nicht von Nazis, ja. Ein Rassist ist jemand, der vielleicht sagt, hier, pass auf, hier ist mein Kreis, mein Haus, mein dies und das. Ich lasse hier nur meine Familie und von allen anderen will ich nichts zu tun haben. Ja, nur mal als Beispiel. Aber so ein selbsthasserfüllter Mongo, ja, der ist bereit, geistlich, ja, sein eigenes Volk zu vernichten, zu ermorden. Ja? So, ihr Lieben. Gut, dann machen wir mit dem Video erstmal Schluss. Die Linken, wer die Linke wählt, Leute, wer die Linken wählt, und die Grünen sowieso, ist einfach nur geisteskrank und der Feind Deutschlands. Das musst ihr jedem ganz klar sagen. Ja, und ihr lieben linken Grünen, falls ihr das hier seht, ihr seid, ja, ihr wisst das, wir wissen, dass ihr vor euch Deutschen selbst keine Angst habt, deswegen macht ihr das. Aber ihr werdet Angst haben, denn ihr tut damit auch, ja, Europa, ja, angreifen. Wenn ihr für Deutschland vernichtet, wird die ganze Welt davon einen Schaden abbekommen, weil Deutschland wie Deutschland brauchen für die ganze Welt. Und ihr werdet dadurch einen Riesenschaden in Europa anstellen. Einen Riesenschaden in Europa anstellen, ja. Denn ohne Deutschland funktioniert ganz Europa nicht, das sage ich euch. Und ihr wollt vernichten auch Deutschland, ihr werdet auch Europa vernichten, somit auch mein Land, ja, und ja, so einen Schaden bringen und damit auch einen Schaden in die ganze Welt. Und wenn euch das vielleicht jetzt ein bisschen Angst einflößt, wenn ihr weiterhin so macht und weiterhin, ja, euch alles scheißegal ist nach mir die Sintflut, ja, und ihr Schaden angerichtet habt, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn Kanaken auf euch, ja, Jagd machen. Spanier, Italiener, Griechen und so weiter. Ja? Dann auf euch Jagd machen. Auf euch geistig behinderte Wesen. Ja? Wie gesagt, ich tue hier nicht so etwas aufrufen. Ihr wisst, dass ich oft viele Sachen sage, die dann später passieren werden. Ja? Ihr dürft euch dann nicht wundern, wenn die Türken dann irgendwann mal hier so eine große Anzahl haben und merken eigentlich, was die Linken in Deutschland verursachen. Dass die Türken nach Deutschland kommen wollten, Italiener, Spanier und sonst was, und sehen, dass diese Linken, ja, die Chance für die Ausländer, was die geben wollten, ja, zerstören wollen, ja, die dann alle wieder zurück müssen und blablabla, ja, dass diese Chance nicht mehr existiert in der Zukunft durch diese Linken und Grünen, ja. Und wenn die Kanaken das irgendwann mal verstehen und wissen, was für ein großer Feind ihr überhaupt seid, nicht nur für Deutschland, sondern überhaupt für die ganze Welt, wenn die das irgendwann verstehen, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr auf einmal, ja, während ihr da denkt, ja, Deutschland verrecke mit euren Fahnen, ich will Deutschland verrecke, auf einmal, ja, eine schöne Klatsche von der Flanke bekommt, ja, während ihr da so solche schönen, wunderschönen Sätze von euch sagt, bringt ihr geistliches Müll, ja, nicht alle Linken, nicht alle, ja, die solche Sachen sagen, ihr seid geistlicher Müll, ihr seid Selbstmörder, ihr seid sogar schlimmer als die Nazis, mal ganz klar ausgedrückt. Ihr seid schlimmer als die Nazis. Es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt, als ein Volk, das sein eigenes Volk vernichtet. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja?
Mord ist Mord, natürlich, Mord ist Mord, Tod ist, ja. Aber sein eigenes Volk, das sind geisteskranke Wesen, ja. Also Gummizellen aufbauen, ja, und Gefängnisse aufbauen, ja, wenn die AfD gewinnt für diese Geisteskranken, ja. Weil die werden weiterhin existieren. Die müssen in Umerziehungslage. Die müssen in Umerziehungslage, ja. Und die armen Kinder, die können auch nicht mal was dafür, denn ihre Eltern waren schuld. Ihre Eltern sind ja schuld, die diesen Hass bekommen haben von ihren Eltern, von ihren Eltern, von irgendwo kommt es ja her. Von irgendwo muss man denen, deren Gehirn, deren Geist ja so verdorben und so vernichtet haben. Von was? Von so selbstgehassten, selbstverhassten Eltern, die dann ganz Tag nur zu Hause hocken und so eine Scheiße erzählen und die Kinder damit reinziehen und auch diese Ideologie in den Kopf eindoktriniert bekommen. Ja? Also, es fängt mit der Erziehung an. Und die, die so drauf sind, müssen in Umerziehungslager gehen und solche Politiken müssen verboten werden. Ganz klar, ganz klar. Es muss verboten werden, wenn in ein politisches Amt, ja, jetzt hier nicht unbedingt die Linken, aber wir zum Beispiel die Grünen, mal ganz klar, klar hier, wenn einer sagt, Pädophilie erlauben in einer Partei oder Sex mit Schwester und Bruder oder so eine Scheiße, dann muss diese Politik sofort verboten werden. Ja, selbstverhasste, wenn man sieht, dass Menschen von einer Partei, die in dieser Partei drinne sind, ja, rumlaufen und Deutschland verrecken, nie wieder Deutsche auf Deutschland fahren und spucken, dann muss diese Partei verboten werden. Was ist das für ein Schandfleck? Ja, sowas zu tolerieren. Jedes Land ist stolz auf sein Land. Jedes Land. Ja, wir haben auch ein paar Selbsthasste überall auf der Welt, aber nicht so wie in Deutschland. Ja. Jedes Land ist stolz auf sein Land, auf seine Fahne, whatever, ja. Und ich jetzt nicht so, ja, wir Christen sind ja anders drauf. Ich sag jetzt nur mal, aber bei Deutschland darf das nicht, ja. Diese Menschen sind der Feind Deutschlands, der Feind Europas, der Feind der ganzen Welt. Und die müssen einfach weg, Umerziehungslager, ja, und eine neue, gesunde Erziehung. Deutschland braucht eine neue, gesunde Erziehung wieder. Nicht den Deutschen ständig sagen, scheiß Deutschland, guck mal, was wir alles gemacht haben in 12 Jahren, unsere Geschichte, so viel Müll gemacht haben, während andere Länder 1000 Jahre in ihrer Geschichte denselben Müll gemacht haben. Ja? Okay, ihr Lieben. Gut, dann mache ich jetzt hier mal Stopp mit dem Video und dann mache ich jetzt im nächsten Video mit geistiger Eigentum, ihr Lieben. Und wie gesagt, guckt bitte, wer die Linken wählt. Ja, und macht euch mal klar hier, dass das der Feind der ganzen Welt ist, dass ihr dagegen ankämpfen müsst. Ja, denn ihr denkt immer, wir müssen nicht kämpfen, wir müssen nichts tun. Ja, was glaubt ihr, warum die heute so einen Stellenwert erreicht haben? Hm? Weil ihr denkt, wir müssen nichts, wir brauchen nichts zu tun oder wollten nichts tun. Noch sind wir so viele, ja. Noch sind wir so viele, die nicht so drauf sind. Die wachsen immer mehr, die wachsen immer mehr. Könnt ihr euch erinnern, vor 20 Jahren, das war mal so ein ganz kleines Grüppchen, die so eine Scheiße von sich gegeben haben. Da hat es aber auch Orschern geregnet. Ja? Und guckt euch das mal jetzt an, das sind ja schon mittlerweile Millionen, ja? Geisteskranke. Geisteskranke.